Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mauser Kobart und ich habe für euch heute den 21. Teil des Tarkov Anfänger Guides dabei und ja, ich habe schon mal so weit fast alles vorbereitet. Ich habe das, was wir gestern, die paar Sachen, die wir gestern mit rausgeschleppt haben, habe ich verkauft. Ansonsten, die Ausrüstung ist ja immer noch das gleiche. Wir können jetzt hier nochmal ganz kurz Munition ein bisschen auffüllen. Ich bleibe jetzt auch erstmal bei der ja, vermeintlichen Billig-AK. Die Munition bleibt hier auch erstmal so, Erste Hilfe. Was wir jetzt brauchen, sind zwei Beacons. Gucken wir mal ganz kurz. Die gibt es hier, sind auch nicht ganz günstig. So, die Beacons haben wir schon mal. Die können wir jetzt hier schon mal in den Safe-Container reintun. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken. Bei Peacekeeper. Was wir da jetzt genau, wir müssen die beiden Trucks markieren, wir müssen 10 Scavs auf Shoreline umbringen und dabei UN-Uniform tragen und UN-Helm und wir müssen 5 MREs abgeben. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir die auch kaufen können. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir die auch abgeben können oder ob die Find and Raid sein müssen. Nee, können wir auch abgeben. Ja, ich würde sagen, wir machen das erstmal fertig. Vielleicht finden wir unterwegs noch 3 MREs, dann können wir uns das Geld ein bisschen sparen. Wir brauchen jetzt aber eine UN-Ausrüstung. Und dadurch, die kann man erst bei Peacekeeper Level 2 kaufen. Wir könnten jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ja, wir können nochmal 6.000 Dollar uns organisieren. Dann sollten wir Level 2 sein. So sieht's aus. Und da können wir es auch schon kaufen. Kann das jetzt hier nochmal freiforschen. Die Dollar brauchen wir ohnehin noch. Also von daher ist das jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt ein paar Rubel ausgegeben haben. Vor allem brauchen wir die Dollar jetzt sowieso wieder, um hier uns die UN-Ausrüstung zu kaufen. So, ich könnten jetzt auch rein theoretisch ein Nachtsichtgerät kaufen, aber das ist noch ein bisschen, finde ich, noch ein bisschen preislich zu teuer. So, wir kaufen uns jetzt hier so eine Weste und wir kaufen uns jetzt hier so einen Helm. So, haben wir auch direkt wieder ein bisschen Umsatz gemacht. Den Rest der Dollars können wir hier unten reintun. Ja, die Weste ist immerhin ein bisschen besser als unsere Packer, Level 3 Weste. Unsere Packer ist nur eine Level 2 Weste, also können wir die raustun. Beim Helm, das hier ist ein Level 3er Helm, das hier ist auch ein Level 3er Helm, also die tun sich nicht allzu viel, außer dass es ein anderes Material ist, aber ihr seht das auch schon bei der Ricochet-Chance, ist beides high. Hier habt ihr noch die, hier habt ihr Top, also Stirn, Nape und Ears, was habt ihr hier? Top, also der hier geht immerhin noch über die Ohren rüber. Das Problem, das hatte ich ja gestern auch schon kurz angesprochen, ist, kann man sich vielleicht auch schon denken, ne, mit diesem blauen Helm, auch, ihr leuchtet halt unglaublich dolle. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, ja, wenn es geht, einen Raid zu finden, wo wir ja, zu späterer Stunde, vielleicht wo es vielleicht schon dunkel wird, oder hier 4.32 Uhr, wir gehen mal 4.32 Uhr rein, da ist es, da wird es langsam hell. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, die wir nutzen können, um nicht sofort, ja, entdeckt zu werden. Also was ihr meiden solltet, wären so Zeiten, ja, alles so ab 7 Uhr bis, sagen wir so, 18 Uhr. Weil ihr mit dieser, mit diesem blauen Helm, es ist halt unglaublich einfach, euch damit zu entdecken. Ich würde es eigentlich schon feiern, wenn wir vielleicht diese Runde es schaffen, die 10 Scavs zu machen und zusätzlich die beiden Trucks zu markieren. Wir brauchen ja ohnehin noch 6 Scavs für die Prapor Punisher Part 1 Mission. Dann brauchen wir jetzt halt nochmal 10 Scavs, aber die zählen, die würden dann in dem Moment doppelt zählen. Also sowohl für die eine als auch für die andere Quest. Von daher, ja, eine Win-Win-Situation.
Bei der einen ist halt die Vorgabe, dass ihr eine AKM nutzen müsst. Bei der anderen ist die Vorgabe, dass ihr zusätzlich noch einen UN-Weste und UN-Helm tragen müsst. Also passt das. Wenn jetzt Peacekeeper auch noch von euch eine spezielle Waffe gefordert hätte, es wird später auch noch Quests geben, wo ihr mit einer Pumpgun arbeiten müsst oder mit einer M4, mit einer geschalldämpften M4. Also es gibt noch super viele Quests, die dann bestimmte Waffen voraussetzen. Hier ist jetzt nur die Ausrüstung quasi vorausgesetzt und deswegen kann man beide Quests miteinander verbinden. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, wo immer ihr die Chance habt, wenn es euch darum geht, so schnell wie möglich zu leveln. Also wir haben jetzt 35 Raids gemacht, habt ihr vielleicht gerade in der Übersicht gesehen und sind jetzt schon Level 20. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in dem einen oder anderen Raid ja auch ziemlich schnell gestorben sind. So, jetzt ist es noch halbwegs dunkel. Wir müssen. Oh, wir sind hier direkt bei Shoreline gespawnt. Das ist fast ein bisschen ungünstig. Ich muss jetzt quasi den Dudes entgegengehen. Ich werde jetzt hier auch darauf verzichten zu rennen, weil wir jetzt quasi ja so ein bisschen gearscht sind. Wenn jetzt jemand mit einem Thermalvisier hier durch die Gegend läuft, dann haben wir halt die Arschkarte gezogen. Für Shoreline wäre das der zweitbeste Spawn gewesen, wenn es uns darum gegangen wäre, jetzt Shoreline zu looten. Da hätte ich mich natürlich dann gefreut. Für das, was wir vorhaben, ist es wahrscheinlich der zweitschlechteste Spawn. Den anderen Spawn hätten wir noch nutzen können, um sofort zum Kino zu rennen. Da steht der andere UN-Truck. Aber den will ich ehrlich gesagt eher erst zum Schluss machen, weil natürlich am Anfang viele sofort nach Shoreline rennen. Und ich will dem Traffic eigentlich so gerne wie möglich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Jetzt um die Uhrzeit ist wahrscheinlich sowieso noch nicht so viel los hier. Kurz mal hören. Gerade wenn es so dunkel ist, ne, man erkennt schon, also nicht wundern, man erkennt schon ein bisschen mehr auf seinem eigenen Monitor als das, was ihr jetzt wahrscheinlich seht. Aber man sieht trotzdem nur sehr eingeschränkt. Und da sollte man dann vor allem, deswegen laufe ich auch nicht, mit den Ohren arbeiten, um zu checken, ob man vielleicht was hört, ob es vielleicht Gegner gibt, die sich durch Bewegung verraten. Ihr seht das jetzt auch, es wird langsam hell. Also wir sind jetzt quasi in den frühen Morgenstunden gestartet und es wird noch im Laufe des Raids auf jeden Fall, je nachdem wie lange wir leben, hell werden, aber so können wir zumindest schon mal die ersten 5 bis 10 Minuten vielleicht mit Glück hinter uns bringen, ohne sofort mit unserem blauen Dödel auf dem Kopf gesehen zu werden. Das sind zum Beispiel so Quests, da kommen noch ein paar von, wo Peacekeeper von euch verlangt, mit UN-Ausrüstung euch durch die Gegend zu bewegen. Das sind so Quests, die ich persönlich gar nicht mag. Einfach weil man damit halt schon einen extrem krassen Nachteil hat. Also da trage ich lieber echt gar keinen Helm, als jetzt so ein. Bei der UN-Weste geht es noch. Da könnt ihr zur Not noch ein dickes Rig drüber ziehen. Ein schwarzes oder so oder ein olivgrünes, das verdeckt dann das Ganze ein bisschen. Aber der Helm ist halt, da könnt ihr nicht viel machen. Also da könnt ihr jetzt auch nicht viel zaubern, um euch da unsichtbarer zu machen. Der leuchtet halt immer. Auch wenn ihr euch jetzt in irgendeinen Busch hockt und vielleicht irgendwo erstmal ein bisschen snipen wollt, ihr leuchtet halt immer. So. Wir werden jetzt als erstes zur Baustelle gehen. Da steht nämlich der erste Truck. Dann sind wir auch schon mal den ersten Teil der Mission los. Wir können auch mit ein bisschen Glück treffen wir da auch schon auf die ersten ein, zwei Scavs. Wie gesagt, gerade zu so einer Tageszeit würde ich euch, es sei denn, ihr wisst ganz genau, was ihr tut, immer davon abraten, zu sprinten, durch die Gegend zu sprinten. Man hört es meilenweit. So. Wir haben hier noch irgendjemand rum.
latscht. Wir irgendwo einen Skeff sehen. Schon sehr, sehr schlechte Sicht, muss man sagen. Ich werde jetzt versuchen, hier gleich auf die Baustelle raufzugehen. Wie gesagt, hier auf der Baustelle können, glaube ich, bis zu 3 Skeffs spawnen. Nachts eher weniger, tagsüber eher mehr. Da läuft ein Skeff. Können wir uns gleich nochmal angucken. Hier vor mir steht der Truck. Das hier ist der eine von den beiden Trucks, den ihr markieren müsst. So, ran damit. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein Skeff rumturnt. Sieht nicht so aus. Also jetzt war hier nur ein Skeff tatsächlich. Ich laufe jetzt noch mal kurz. Also. Ersten Skeff haben wir. So, und jetzt arbeiten wir mit der Versicherung, dass wir das Rig vielleicht wiederbekommen. Schmeißen unser Rig jetzt hier hin. Kann natürlich sein, wenn ihn jetzt jemand findet, dann kriegen wir es natürlich nicht wieder, aber er hat das gleiche Rig an wie wir. Von daher können wir das natürlich uns ein bisschen zunutze machen. So, dadurch, dass ich jetzt auch wirklich außer ein, zwei Mosin-Schüsse gar nichts gehört habe hinten bei der Tankstelle, werde ich da jetzt tatsächlich auch erstmal hingehen. Oh. Okay. Da hat jemand aber ziemlich lange darauf gewartet. Das war jetzt natürlich gut. Ich hab Schüsse gemacht. Er hat irgendwo da bei der Baustelle wahrscheinlich schon, er muss da schon Ewigkeiten gehangen haben, weil sonst hätten wir das gehört, wenn er da über die Straße gerannt wäre. Er hat von links geschossen, aus der Baustelle raus, war auf jeden Fall, da lege ich mich jetzt fest, war auf jeden Fall kein Scav. Nee. Der Kollege hat da auf jeden Fall schon länger gehockt. Ist halt bitter, wenn ihr da jemanden, das war jetzt ein Mosin-Schütze, ich gehe mal davon aus, er hatte wahrscheinlich nicht viel mehr als die Mosin, hat unseren Schuss da gehört und wartete da wahrscheinlich schon länger auf der Position, um irgendjemand, der da an der Transitroute vorbeikommt, zu killen. Ist nachts eher unwahrscheinlich, beziehungsweise nicht die Regel, aber es kommt halt leider vor, dass da wirklich jetzt jemand hängt und wartet. Also von daher, kannst du mal kurz gucken. Das hier hat gezählt, 10 Kills haben wir gemacht und beziehungsweise der 10. Kill war das. Und hier der Kill hat auch gezählt. Also und den ersten Truck haben wir auch markiert. Ich würde sagen, wir rüsten uns direkt wieder neu aus. Können ja auch gleich bei Peacekeeper noch weiter Umsatz machen. Das Schöne ist, wir können jetzt auch endlich M80 Munition kaufen. Also wenn wir fertig sind mit der Quest, müssen wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit AKM spielen, sondern wir können jetzt auch quasi dann unsere M80 Waffen spielen, wie zum Beispiel so eine FAL etc. So, die kaufe ich jetzt neu. Der Helm hier, den finde ich übrigens ziemlich gut, aber ich muss leider den hier tragen. Also das kaufen wir uns neu. So, das, dann brauchen wir noch ein kleines Rig, Comtex, so, Rucksäcke haben wir ja noch ein paar, nutzen wir den mal
Und dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel eine neue Waffe zulegen. Und mal kurz gucken, ob wir hier auch eine AKMN bekommen. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen blöd, weil hier an diese AKM kann man halt. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier bei Peacekeeper vielleicht schon irgendwas. Nee, wir bräuchten dafür wahrscheinlich, wobei, das hier könnten wir kaufen wahrscheinlich. Da können wir oben zumindest ein Visier draufsetzen. Ja, dann machen wir das wie folgt. Wir kaufen uns jetzt hier die AKM. Kaufen zwei Magazine. So. Dann kaufen wir bei Peacekeeper. Das hier, dann kaufen wir noch das hier. Und dann gucken wir nochmal nach dem. Ein Visier haben wir ja noch, oder? Kaufen wir mal das hier. Und dann bei Prapor nochmal unseren Rubberpad. So, und dann nehmen wir das hier runter. Das, das. Und dann können wir das. Können wir nicht. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch so eine Schiene, genau. Und dann können wir das Visier da oben draufsetzen. Ist jetzt nichts Tolles, ist jetzt aber auch nichts Schlechtes. Ist halt ein gutes, solides Mittel, um mit wenig Geld zumindest ein Visier zu haben. So, dann brauchen wir noch wieder unsere PS-Munition. Nehme ich nochmal 120 Schuss mit. Das. Heal all. So, das. Nee. So. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben. So, jetzt können wir das hier nochmal verkaufen. So, weg damit. Und dann brauchen wir noch einmal das hier. Und dann geht es wieder los. Ihr seht schon, das ist manchmal, diese Mission ist recht kostenintensiv. Wir können das jetzt hier unten rein tun. Vor allem, wenn man diese beiden Sachen immer kaufen muss. So, let's go. Ich nehme jetzt hier die 18 Uhr Lobby. Da wird es dann bald dunkel. Das Problem ist, wenn wir jetzt nur jede Runde, ich meine, wir haben jetzt den ollen Truck da markiert, also wir müssen nur noch den am Kino markieren, aber wenn wir jede Runde nur ein Scav töten, ist halt, ja, dann wird es relativ teuer. Also ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal eine Runde haben, wo wir vielleicht mal ein, zwei Scavs mehr töten können. Und vielleicht dann mit ein bisschen Glück nicht in irgend so einen Camper reinlaufen. Also bei ein paar Geschichten jetzt letztes Mal, da war es halt wirklich so, da war es dann so ein Begegnungsgefecht oder ich habe gepusht oder es, aber das war jetzt halt wirklich so das, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Das war halt wirklich einer, der da die ganze Zeit, der hätte da jetzt auch noch 30 Minuten länger gesessen, bis irgendwann mal einer da vorbeikommt. Kann man halt nicht verhindern, ist aber ein bisschen ärgerlich. Vor allem, er wird nicht von der Gegenseite gekommen sein, das kann man eigentlich ausschließen. Dafür war er dann zu schnell da. Er wird da irgendwo in dem Bereich gespawnt sein und dann gewartet haben. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt aufgrund unserer Schüsse dahin gekommen ist, weil normalerweise ist es so, dass die Leute nachts ihre Missionen versuchen zu erledigen oder aber nach Shoreline reinrennen, Loot Runs machen. Da ist es ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich, dass da jetzt
an der Baustelle einer in dem Bereich war und da jetzt hingekommen ist. Vor allem, er hat ja von der Seite der Baustelle auf uns geschossen. Aber egal, wie gesagt, muss man abhaken und einfach wieder angreifen, nächste Runde. Und mal hoffen, dass jetzt vielleicht die nächste Runde einfach mal ein paar mehr Scavs, dann können wir schon mal vielleicht auch die Punisher-Quest mit abgeben. Das ist natürlich jetzt hier wieder dramatisch ärgerlich. Wir können jetzt hoffen, dass hier auf der Baustelle niemand gespawnt ist. Der Rotpunkt schwankt ganz gut. Ich habe den noch nie gespielt, aber. Ich laufe jetzt hier mitten über die Baustelle, um erstens zu gucken, ob hier irgendwo Scavs sind und zweitens, um zu sehen, ob vor mir ein Spieler gespawnt ist. Weil der einzige Spawn, den es jetzt noch vor mir geben würde, wäre hier links am Bauzaun direkt dran. Sieht aber nicht so aus. Wenn das jetzt natürlich das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre jetzt ein Late Spawn, der hinter uns plötzlich aufploppt. So, und dadurch, dass wir jetzt hier wahrscheinlich Pole Position haben, werden wir uns jetzt einfach mal die Tresore gönnen. Gucken, ob vor uns einer läuft. Sieht auch frei aus. Ne. Vor uns ist wahrscheinlich tatsächlich jemand gespawnt. Da schießt nämlich schon jemand. Und das wird nicht von der Gegenseite sein. Muss jetzt kurz gucken, ob hier oben auf dem Hügel einer rumturnt. Da killt schon einer unserer Scavs quasi. Aus. Ist jetzt die Frage, ob er sofort gelootet hat. Ah. Er hat verloren. Hat er überhaupt eine Waffe gehabt? Die Frage ist jetzt, wer hat auf ihn. Kann sein, dass hier schon einer reingerannt ist. Ja, er wurde von dem Scaff umgebracht. Kann sein, dass das der Scaff war. Also der Spieler, der da jetzt gerade auf der Straße gestorben ist, das war der, der vor uns, das war der einzige Spawn vor uns. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir hier irgendwas Günstiges finden. Oh, das ist gar nicht so wenig wert. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall alles mit. Hier kann nach einer Zeit auch, hier können nach einer Zeit auch Scavs spawnen. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Chainlet ist nichts wert. 5000 Rubel oder so. Jetzt hier nochmal die Kasse looten. So. Können wir auch noch
noch mal reinlooten. Wir suchen jetzt einfach so ein bisschen, ne? Oh, Schlüssel. Ah, 315. 315 ist auch kein Schlüssel, den wir unbedingt brauchen. 203 auch nicht. Kord könnten wir für 15.000 verkaufen, wenn wir es rausschaffen. Das ist ein Zippo-Feuerzeug, auch nichts wert. Hier einfach mal alle Registerschränke durch. Das kann nie verkehrt sein. Vielleicht finden wir auch noch Dollar oder Euros. So. Nix dabei. Mal kurz nachladen, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, oder? Keine Zeit verschwenden. Darauf achten, dass da oben keine Sniper rumhocken. Da ist schon einer. Weiß jetzt nicht, ob wir den erwischt haben. Ich glaube, er ist umgefallen. Oben turnte auf jeden Fall einer rum. Ist jetzt halt die Frage, ne? Kann, wo einer ist, kann dann auch immer zwei sein. Muss jetzt halt auch schon aufpassen, dass von der anderen Seite keiner kommt. Das sind immer so ätzende Situationen, die man sich dann selber bringt. Warum haben wir jetzt wieder rumgeschossen? Ja, wir haben ihn erwischt. Habe ich sogar eine ganz gute Waffe dabei. Interessante Waffe zumindest. Skiff. Zwei Skiffs tot. So. Die Sache ist jetzt, von dieser Seite her sind drei Leute tot. Ich hocke mich jetzt mal kurz hier unten rein. Nachladen. Von dieser Seite sind drei Leute tot. Beziehungsweise zwei Leute und ich sind drei. Also ich bin noch nicht tot, aber hier sind drei. Da drüben, ich könnte jetzt die Scavs looten. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ganz schick, mal eine Runde zu überleben, ne? Was meint ihr? Ihr sagt auch, Überleben ist zweitrangig, oder? Unten ist niemand. Den Skiff da auf der Straße will ich auf gar keinen Fall looten. Hinter uns kann jetzt natürlich auch.
Wir machen es jetzt einfach. Was soll der Scheiß? Noch ein Mosin-Schütze irgendwo. Alter, wer hat ihm denn die Waffe gegeben? Junge, was für ein Scope. Habt ihr das gehört? Dahinter war noch irgendwo ein Mosin-Schütze. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mosin-Schütze... Alter, jetzt komm, lauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mosin-Schütze mit Kim und Korn war. Oder ein Mosin-Schütze mit Scope. Aber in so einer Situation kann man erstmal Abstand gewinnen. Oder diese. Keine Ahnung, wo der Bruder ist. Ob der. Einer hat ja von denen auch eine Handgranate geworfen. Da ist er. Der ist tot. War das wirklich unser Mosin-Schütze? Ich habe keine Mosin gesehen, ich habe nur eine kurze AKSU gesehen. Noch ein Spieler tot. Bleibt uns ja eigentlich nichts über, als das zu überprüfen, oder? Brudi, wir haben ein Problem. So, erstmal die AK aufladen. Das reicht gar nicht. Das reicht gar nicht, dann lade ich die Waffe lieber auf. Gucken wir mal, das reicht vielleicht. Ja. So, ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal. Ich hoffe, das war der Mosin Boy, um ehrlich zu sein. Gegen Mosin fighten ist halt immer so, keine Ahnung, gegen die Bank im Casino All-In zu gehen. Ihr könnt nichts gewinnen, außer eine verkackte Mosin und im schlimmsten Fall verliert ihr alles. Oh. Ah, das war, Gott sei Dank. Das war unser Mosin. So, rein damit. So, das Ding können wir auch gebrauchen. Die Optik nehme ich auf jeden Fall auch mit.
Erstmal was trinken auf den Schock, oder? Viele Leute können ja hier nicht mehr leben. So, noch schnell den Rucksack mitgenommen. Einmal um die Tanke rum. Wie gesagt, auch niemals anfangen, den eigenen Loot zu lieben. Pistole. Level 2. Ja, ich glaube, der Mosin-Typ hat die Granate geworfen. Sieht so aus. Hat er irgendwas gelootet? Das können wir noch mitnehmen. Das war beim Kraftwerk, Numosin. So, wir haben ein paar Skeps umgebracht. Wir haben Waffen. Wir haben Spieler umgebracht. Wir können jetzt noch mal gucken, ob hinten bei der Insel. Wir haben jetzt quasi drei Leute aus unserer Richtung erschossen, zwei Leute aus dieser Richtung. Wie viele Dogtags habe ich jetzt insgesamt dabei? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Spieler tot, mit mir 6. Da können natürlich immer noch 6 Leute leben. Aber es ist jetzt. Wir haben jetzt noch beim Kraftwerk Schüsse gehört. Wir haben vorhin Richtung Shoreline Schüsse gehört. Wenn es hochkommt, sollten hier nur noch ein oder zwei Leute rumstreunern. Davon spreche. Bin ich schon wieder Paranoia. Ah, da oben sind auch noch Schüsse. Wir bewegen uns jetzt schnell und zügig. Ah, war ganz schön viel Betrieb hier unten am Wasser. Auf der Insel steht tatsächlich sogar noch ein Scav. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist. Ich glaube, da stehen sogar drei, oder? Ne, einer. Das andere ist eine Wäscheleine gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so clever wäre, jetzt hier noch. Ich müsste ja mit der ungeschalteten AK schießen. Mit der ungeschalteten AK jetzt hier noch. Dafür zu sorgen, dass hier jetzt noch Scav-Player und andere Player vielleicht herkommen. Ich denke, in dieser Runde begnügen wir uns jetzt tatsächlich damit, was wir haben. Wenn hier vorne irgendwo noch ein Scav rumstehen sollte, dann nehmen wir den natürlich mit. Aber ansonsten kann ich mich über diese Runde eigentlich nicht beklagen. Ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall nochmal nach Exit-Campern checken, gerade da oben immer gucken. Hier hat auch auf jeden Fall auch einer die Kofferräume gelootet. Das machen in der Regel Scav-Player oder ganz arme Player. Vielleicht war das der Level 2er, der hier gestartet ist, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus aus der Nummer. Manchmal ist es auch besser, wir hätten jetzt natürlich noch weitermachen können, noch den anderen Truck und noch mehr Scavs umnieten, aber ich bin eigentlich, so wie die Runde jetzt gelaufen ist, ganz zufrieden. Wir haben, ich glaube, drei oder vier Scavs umgebracht. Wir haben vier Spieler, glaube ich, erschossen. Haben ein bisschen was mit rausgeschleppt. Können so ein bisschen die Verluste aus den letzten Runden wieder gut machen.
Können wir ja gleich mal gucken, wie viele Scavs wir jetzt umgelegt haben. Dann fehlen auch gar nicht mehr so viele mit dem UN-Helm und der UN-Weste. 5000 Erfahrungen, wir haben gemacht 1, 2, 3. Okay, es waren jetzt nur 3 Scavs, 4 Player. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mit der UN-Weste 6 weitere Scavs umbringen. Und ich glaube, bei Prapo fehlen noch 2. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, 2 fehlen noch bei Prapor. Und hier fehlen noch 6. Aber ist okay. Was wir jetzt als allererstes machen, ist die Pistole verkaufen. Die Waffe an sich finde ich eigentlich ganz schick, die OP-SKS, muss ich sagen. Aber das Visier, das in meinen Augen geht das gar nicht. So. Das verkaufen wir auf jeden Fall an Peacekeeper. Den Rest können wir eigentlich so behalten erstmal. Wenn ich Platz habe. AKSU, die können wir auch mal gucken, was da für eine Munition drin ist. Unload Ammo, Unterschall schießt der Kollege. BS-Munition ist natürlich schick. PS-Munition ist wieder nicht so schick. Also das wird alles verkauft. Das 60-Schuss-Magazin behalten wir erstmal. Genauso wie die Waffe. So, Geldkoffer aufmachen. Das hier rein. Das da rein. Gucken, was wir noch alles verkaufen. Die Sachen verkaufe ich auch erstmal. Das Buch und den GP. So, können wir erstmal gucken, was Therapist und so abkauft. Das. Erstmal alles zu Geld machen hier. So, Skier. An den können wir das hier verkaufen. Mechanik. Da müssen wir auch noch ein bisschen Umsatz machen. An den können wir das verkaufen. Aber wir können auch die Munition hier. Braucht eh kein Mensch. So, habe ich noch irgendwo Platz für die SKS oder muss ich mich jetzt verabschieden von der Waffe? Dann muss ich mich wahrscheinlich tatsächlich verabschieden von der Waffe hier. Da behalte ich auf jeden Fall das Visier und das Magazin. Das kann man hier oben noch schnell hinpacken. Ich weiß, wir brauchen noch eine AKSU für eine Mission, aber die findet man ohnehin wie Sand am Meer. Und ich hätte ganz gerne, wir können jetzt hier nochmal. Was? Wieso kann ich das Magazin jetzt hier nicht aus der Waffe ziehen? So, geht doch. So, dann nehmen wir noch den Schalldämpfer ab. Und dann ist die Waffe auch gar nicht mehr so groß. Können wir die beiden Magazine hier nebenpacken? Wir haben ein bisschen Platz gespart. So, das können wir noch verkaufen. Das können wir selber noch behalten. Das braucht man immer mal. Was ist hier für Munition drin? Müllmunition verkaufen. 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 Jetzt machen wir doch schon wieder ein bisschen Geschäft hier auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall, das werde ich auch noch alles im. Dafür können wir Handgranaten tauschen. So, den Rucksack können wir auch hier verstauen. Und schwuppdiwupp haben wir hier wieder ein bisschen für Ordnung gesorgt. Ich lasse die Folge jetzt auch so, ist glaube ich ohnehin schon wieder ziemlich lang geworden, die Folge. Eine erste Runde war nicht so toll. Die zweite Runde, denke ich, hat ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen Action. Auch wenn da jetzt ein Unbewaffneter dabei war. Aber ansonsten haben wir uns ja auch gegen die Bewaffneten durchgesetzt. Wir haben Scavs umgenietet. Ja, als nächstes werden wir dann noch weitermachen mit den Scav-Kämpfen.
Missionen und den anderen UN-Truck markieren. Aber mit den beiden Raids bin ich so für heute ganz zufrieden. Das heißt, ich lasse das Video jetzt so erstmal stehen. Ich hoffe, ihr konntet für euch selber wieder ein bisschen was mitnehmen. Falls euch die Reihe gefällt, lasst natürlich gerne ein Like da, empfehlt das weiter. Schreibt gerne in die Kommentare. Also und vor allem, wie gesagt, wenn euch die Reihe wirklich interessiert, freue ich mich wirklich über jeden einzelnen Like, weil das sorgt nach dem Algorithmus von YouTube dafür, dass die Videoreihe vielleicht noch ein bisschen bekannter wird. Also, wenn ihr bis jetzt noch kein Like da gelassen habt, aber ihr jede Folge guckt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr eins raushaut. Vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Haut rein!